Die Lausitzhalle in Hoyerswerda war der Ort, an dem Ministerpräsident Michael Kretschmer auf erwartungsvolle Patienten und Spezialisten traf. Das Parkinson-Netzwerk Ostsachsen, PANOS, ist das Ergebnis einer Entwicklung, die mit der fortschreitenden Zunahme der Parkinson-Erkrankungen, aber auch mit fehlenden Kapazitäten außerhalb der Großstädte zu tun hat. Wir haben im Landkreis Bautzen noch 5 Neurologen, die für uns zuständig sind. Und die neu diagnostizierten Patienten, die stehen hilflos da und suchen nach einem Neurologen und finden keinen. Die werden überall abgelehnt. Die Praktiker, die sich PANOS ausgedacht haben, können auf gut funktionierende Beispiele bisheriger Zusammenarbeit zurückgreifen. Habe ich eine sehr gute, erfreuliche Kooperation mit dem Herrn Schäferz-Wolz erlebt, praktiziert, wo die Patienten unproblematisch, unbürokratisch übernommen wurden und von ihm auch persönlich betreut. Also im Falle dieser invasiveren Therapien, da wo es operiert werden muss, da wo es ein niedergelassener Facharzt einfach nicht weiterkommt. Ich muss sagen, auch der angesprochene Chefarzt ist sich sicher, bisherige Erfahrungen der Kooperation auf das PANOS-Projekt übertragen zu können. Dass wir in unserem Mikrokosmos der Zusammenarbeit das im Prinzip jetzt schon allerdings in einem sehr kleinen Maße leben. Das heißt, dass Patienten im Idealfall einen Hausarzt haben, einen Neurologen haben und dass die in dieser Phase der Erkrankung regelmäßig 1 bis 2 Mal im Jahr von einem Spezialisten gesehen werden. Und das funktioniert grundsätzlich, kommt aber relativ schnell an Grenzen. In meinem Fall ist es eine persönliche Ermächtigung. Das heißt, ich kann in einem kleinen Umfang meiner Tätigkeit neben meiner Klinikarbeit Patienten sehen. Das reicht nicht. Es funktioniert, das ist ganz klar. Internationale Vergleiche haben gezeigt, dass diese Vernetzung effizient ist und wir müssen das jetzt hier umsetzen. Bis 2030 wird eine Verdopplung der Parkinson-Patienten angenommen. Die Kapazitäten reichen vielerorts schon heute nicht. Da war auch die Geschichte, dass Patienten zum Teil sich gegeneinander austauschen. Das heißt, dass ein Patient mal sagt, ich lasse mich jetzt mal nicht neurologisch betreuen, mir geht es ganz gut, aber dafür nehmen Sie bitte den anderen eben Patienten. Doch bei PANOS geht es um viel mehr als um bloße Reduzierung von Wartezeiten. Es geht unter anderem um ein intelligentes Management der vorhandenen Behandlungskapazitäten. Es macht keinen Sinn, wenn der Patient irgendwo fixe Termine jedes Vierteljahr oder jedes halbe Jahr dort hat. Aber zwischenzeitlich gibt es Situationen, wo es eigentlich viel dringender wäre. Und insofern will man mehrere Zwischenstände von dem Patienten auf die Art erfahren, um das zu optimieren, wann der kommen muss. Ja? Bisher sind Patienten und an der Parkinson-Behandlung beteiligte Hausärzte, Spezialisten und Kliniken mit sehr viel unproduktivem Papierkram beschäftigt. Dies steht einer zielgenauen und effizienten Behandlung im Wege und soll in wenigen Monaten überwunden sein. Wenn wir die Möglichkeiten, die da sind, nutzen und auch nutzen können und dürfen, da hängen ja viele, viele Dinge dran. Vom Datenschutz über bestimmte Dinge, die in den einzelnen Sektoren, Krankenhaus, Spezialambulanz, niedergelassene Kollegen sind, Sie haben was vom Budget gehört, das sind ja alles hochkomplexe Zusammenhänge. Und das muss uns gelingen, das zu überwinden. Und da ist diese elektronische Plattform, mit der wir kommunizieren und wo auch der Patient Zugriff haben soll auf bestimmte Bereiche, was ganz, ganz Elementares, also klar die Frage zu beantworten in den nächsten Monaten, die Etablierung dieses Konzeptes. Inzwischen sind die Vorbereitungen auf einem guten Stand. Einem Stand, der auch den Ministerpräsidenten überzeugte. Im Prinzip ist es so, dass wir gesagt haben, ein Parkinson-Patient braucht neben dem Hausarzt eine basale neurologische Betreuung und er soll in regelmäßigen Abständen, vor allem im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung, den Spezialisten sehen. Das ist wichtig. Das ist auch belegt, dass diese spezialisierte Behandlung für die Patienten besser ist. Holland, Luxemburg, andere Länder haben das vorgemacht. Die haben das schon umgesetzt und haben auch wissenschaftlich belegt, dass die Patienten länger leben, dass sie seltener in Pflegeheime kommen. Also das bringt etwas. Das ist eigentlich das Wichtige, dass wir sagen, die Ärzte miteinander zu vernetzen und alles zu nutzen, was da an Strukturen da ist. Und da bieten sich neben der elektronischen Plattform auch Neuerungen in der Peripherie an. So gibt es schon jetzt Möglichkeiten, bestimmte Veränderungen der Symptomatik durch Sensoren zu erfassen und an die Spezialisten zu übermitteln. Die mehreren hundert Parkinson-Patienten, denen im Saal der Lausitzhalle die neuen Möglichkeiten vorgestellt wurden, zeigten sich genauso begeistert wie Michael Kretschmer. Ich bin beeindruckt, wie wahrscheinlich der ein oder andere von Ihnen, und stelle wieder einmal fest, wenn man eine größere Zahl kluger Menschen, die den Willen haben, etwas gemeinsam zu tun, zusammenbringt,
dann kommt was richtig Gutes dabei raus. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Das ist ein Startschuss. Ob es gelingt, werden wir sehen. Auf jeden Fall besteht die Chance darin und deswegen ist es heute ein guter Tag. Auch für das Projekt Panus war es ein guter Tag. Sachsens Ministerpräsident konnte gemeinsam mit der Fachministerin Petra Köpping einen Förderbescheid übergeben. Die Bundesrepublik Deutschland, unser Bundesgesundheitsminister und wir, der Freistaat Sachsen, fördern dieses Projekt für die kommenden 2 Jahre. Und viele, viele von Ihnen im Raum warten natürlich sehnsüchtig darauf. Alles Gute.